Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Offloom, in Offloom Strohpress-Krimi. Ne, ich habe angefangen, hab 28 mit der Klaus genommen. Wir sind am Presse. Wir sind am Presse. Ne? Guckt euch mal an, wie geil der Schlepper ist, ne? Egal, was du da reinmähst. Jetzt hat er auch noch einen Press und der Sport live drin, ne? Ey, Junge, Junge, ey. Also dieser Fan, oh nö. Wie gesagt, wir fangen an zu pressen. Wir müssten eigentlich kalken. Ja, aber ich glaube, wir werden die Wiesen jetzt kalken, wenn wir die gemäht haben. Ich bin mir da aber noch nicht so sicher. Aber da es nächste Woche so warm werden soll, muss ich ein bisschen vorproduzieren. Eigentlich wollte ich heute nicht mehr an den Rechner nachher einkaufen. Und dann habe ich mir gedacht, da komm, dann machst du eine Hoffnung, ne? Bisschen was, bisschen rumtrecken, ein bisschen fahren, ne? Ab und zu brauchst du das immer, ne? Und deswegen haben wir gerade angeknipst, wie gesagt. 8:20, ne? Und sind los mit der Presse. Müssen ja auch unser Stroh noch runterkriegen. Dreschkasten läuft wieder fleißig nebenher, ne? Der ist fleißig an der Arbeit. So soll es sein. Hab den nochmal abgetankt, dann kann der da erstmal weiter rödeln, ne? Weil der Weizen muss ja auch noch runter von der Fläche, ihr seht's. Der ist ja fleißig am Vorne mit Standardhelfer. Das geht. Also das ist kein Problem, ne? Wir sehen zu, dass wir unser Strom jetzt an den Tag kriegen. Ihr seht's, ja. 190.000 haben wir nur noch. Aber wir brauchen noch ein bisschen Strom, ne? Da muss dann ja alle auf dem Boden wieder getütet werden, hier und da und hast du nicht gesehen. So, und bevor ich den Wagen jetzt wieder mit Saatgut, Dünger und Kalk vollballer, machen wir das eben fixe. Wir jetzt mal ein bisschen was pressen, ein bisschen was von der Fläche runterholen, auf den Boden hoch und so. Weil wir wahrscheinlich auch noch hexen müssen. Ja, wegen der Wiese, ne? Ich habe noch keinen Kommentar, wie gesagt, bei mir ist Vorlauf. Wegen den warmen Tagen sehe ich zu, dass ich ein bisschen mehr fertig kriege. Ja, so ist das denn, ne? Ab und zu muss man das mal machen, wo man auch mal Lust zu hat, ne? Ich hätte auch Lust auf die Ostseeküste wieder, ne? Aber da warte ich jetzt, bis Terra Live mit drauf ist. Dann gehen wir auch nochmal wieder auf die Ostseeküste. Da hab ich richtig Bock drauf, die Map vom Taker, ne? Aber wie gesagt, ich warte, bis da Terra Live mit drin ist. Ne? So ist der Plan. Und wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal fleißig hier einen abpressen. Und wir auch ein bisschen vorankommen, ne? Wie gesagt, Heu ist ja nicht, weil kein Gras zu mähen. Und 190.000 Euro jetzt für die Wiese ausgehen, ist natürlich auch ein bisschen happy, ne? Aber ist halt auch doof, wenn du immer bei Nachbarn durchs Gemüse fahren hast, ne? Von daher müssen wir mal gucken, wie das am besten regnet. Ich habe noch keinen Plan. Ich habe vor allen Dingen auch noch gar kein Bild. Das brauchen wir ja auch noch. Junge. Sehr liebesgefühlig. Jeder Bock, der macht echt einen Top-Job, ne? Also wenn ihr den noch nicht habt, gönnt euch. Muss man ganz ehrlich sagen. Top-Schlepper. Sagen wir, wie ist das? Kannst du echt gut mit vorn. Oh, vor allem müsstest du nach vorne gucken, dann kriegst du auch mehr Stroh in der Presse, weil ein Schwatt ist. Ehrlich, ne? Ganz ehrlich. Wenn man so richtig Laune, ne? Wenn man so richtig auf was Bock hat, Ideen im Kopf hat, man weiß, man muss nicht extra wieder neu anfangen. Nee, dann macht das so richtig Laune. Mit einem genialen Foodpark. Klar, könnte man hier noch was verbessern, da noch was verbessern, aber das bleibt jetzt wie es ist. Ja, ich glaube, Dreschkasten kann noch ein bisschen fahren, bevor wir abtanken müssen. Wir müssen auch, glaube ich, gleich einen Wagen wieder nehmen. Ne? Ja, wir brauchen den Weizen auch für die Schweine, ne? Wir können natürlich die große Wiese kaufen und machen da auch komplett Silage von, ne? Und gar nicht mehr mit Mais wechseln, dann behalten wir den Körnermais für die Schweine, ne? Und wir kaufen eine andere kleine Wiese. Kriege ich nicht weg, ne? Schade. Das müssen wir uns mal überlegen.
etwa Silage aus Grons herstellen. Ne? Ich glaube, sonst haben wir auch zu wenig Könnermais. Schwierig, ne? Immer, dann werden wir noch ein gesundes Mittelmaß finden, dass wir da auch tippitoppi vorankommen. Wenn die ersten Sauen auf dem Hof sind, dann bin ich gut zufrieden, dann kommt der Laden auch in Schwung. Das ist genau wie die ersten Kälber und so. Wir könnten Silage zukaufen erst oder Heu oder was auch immer. Stellen die Ställe voll, aber das will ich nicht mehr. Erstmal so ein bisschen Futtermittel rankarren, ne? Das ist immer schöner. Wie direkt. Ich glaube, der ist voll, kann das sein? Wie direkt jetzt hier wieder Kasala machen und dann läuft das nicht. Ja, er ist voll. Tippitoppi. Tanken wir den eben ab. Wagen. Der ist noch nicht voll. Der fährt noch. Ja, vielleicht passt es alle rein. Wenn wir Glück haben. Können wir den nämlich in den Hafer scheuchen. Wäre ja tipptopp. Der Abfuhr. Tipptopp, dann haben wir nämlich die Ernte durch. Das wird ja kein Stress mehr haben. Ne? Dann werden wir sehr liebensgewürdig. Wenn wir uns da auch nicht mehr drum kümmern brauchen. Wenn wir nur noch Gas geben brauchen. Ne? Das wäre echt gut. Aber kriegen wir auch noch hin, ne? So, hier rumgeschossen. Oh, da siehst du direkt deine Ballengröße da, ne? Ey, das ist richtig gut gemacht. 220er Größe, ne? Zack, Balle fertig. Läuft. Oh, ich liebe das. Kommt noch ein bisschen was zusammen. Richtig gut. Vielleicht wollen wir dann in den nächsten Jahren nicht mehr so viel Strom machen, damit wir ein bisschen mehr Körnermais machen. Ne? Sollen wir mal gucken. Da wo Hafer ist, könnten wir Weizen sehen, auf jeden Fall. Oder Gerst. Ne, Weizen brauchen wir nicht. Wir müssen ja Getreide sehen für die Schweine. Na, schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir das ganze Zeug hier ins Laufen bringen. Das wird nicht einfach. Muss man sich auch nichts vormachen. Das ist nicht mal eben gemacht. Bis der Laden dann läuft. Sind noch ein paar Sachen zu erledigen. Und wir machen drei. Eins, zwei, drei. Hier fahren wir rein. Der darf nicht fehlen in der Folge, ne? So ein Hüperchen in Ehren kann keiner verwehren. Ne? Tipptopp. Meine puckte Stubenfliege ist auch natürlich wieder da. Ich habe ja auch einen Computer eingemacht. Ne? Überall siehst du die Stippen auf dem Computer von dem Fliegen. Danke dafür, auf dem Monitor. Ja, da könnte ich ja beim. So was nervt mich. Ne? Ich habe es schon wieder vergessen. Tut mir leid. Autosave kommt gleich. Danke. Danke. Mit dem 4090 ist das nicht so ein Ruckeln wie mit der 3080, ne? Ja, die hier immer mal lässe. Na, guck mal, der läuft hier wie geschnitten drauf. Nur nicht so schnell. Tipptopp, tipptopp, tipptopp. Erste Fläche auch schon mal durchgepresselt. Ja, weil wir zu viel haben auf dem Boden, das verkaufen wir wieder, ne? Also da müssen wir uns auch nichts rummachen. Ich hoffe nur, das geht diesmal ein bisschen einfacher mit Stapeln. Wahrscheinlich nicht auf der Fläche, aber so. Soll das wohl ein bisschen fixer gehen, wenn wir die auf den Boden kriegen. Ne? Gucken, ob wir die vorne durchs Türchen reinschubsen oder hinten. Wird sich zeigen, obwohl ich hinten ganz gerne zustauben würde.
Aber es läuft. Langsam aber sicher kommen wir uns hier, ne? So, wohin bitte? Was ist das? Ist das die Montagsfolge? Ja, dann mein Bester. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ne? Fühle ich geehrt. Ja. Mein Bester hat am Montag Geburtstag. Bin ja gespannt, wenn er sein Geburtstagsgeschenk auspackt, was dann wohl kommt. Ich weiß ja, was drin ist. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch, ne? So, was haben wir? Wie gesagt, pressen, pressen, pressen. Eben gleich Dreschkastenumsatz in Hofer, ne? Dass wir mit der Ernte durch sind. Dass wir uns da auch keinen Stress mehr machen müssen. Dass wir ziemlich zeitnah in die Bodenbearbeitung noch kommen. Aber mit Kalken und so, das wird noch ein bisschen dauern. Ist halt so, ne? Aber das kriegen wir hin. Wir machen nur keinen Stress. Puh, ist aber wirklich schon wieder warm, ne? Ey, Junge, Junge, und morgen konntest du lange Hose anziehen, jetzt sitzt hier ein T-Shirt mit kurzen Büchsen und schwitzt sich schon wieder einer. Sind die da fertig? Nee, jetzt fehlen ihm 5 Meter oder was? Oder fährt er noch? Lass mal eben gucken. Mach mal eben aus den Hobel hier. Nee, ihm fehlen. Nee, ist fertig! Tippitoppi! Ich glaube, das ging alle im Fett. Hat er gut gemacht dafür, dass das ein Standardhelfer ist. Ey, tipptopp. Ganz ehrlich, ich habe keine Hatte an, deswegen. Oh Mann, ey. Da passt sich doch niemals durch, so fett wie ich bin. Hüppel die Hüpp. Oh, ich habe das Rohr gar nicht draußen. Kein Wunder, dass hier nichts passiert. Ja, läuft mal über die Schoße. Passt aber nicht alle rein. Kann direkt schon aussteigen. Das habe ich schon in Urin, dass das dann nicht reinpasst. Eben eine Dirt Toe Marke, ne? Der Abflug. Folge es, nach dem Hof hin da. Wir haben Drack. Müssen eine Ernte einfahren. Ehrlich hier, ne? Also, ganz ehrlich. Das lohnt. Offlohn ist echt schön. Auch wenn es nicht jedermanns Geschmack ist oder so, aber ich mag die. Ja, dann müssen wir gleich mal gucken, wie viel Weizen wir überhaupt von der Ernte gekriegt haben. Hoffentlich ein bisschen wert. Nicht, dass wir demnächst hier stehen und haben nichts mehr an Gemüse oder so. Also, wir wollen ja so 10 Sauen kaufen, ne? Ganz wichtig, 10. 17.000 haben wir da noch. 20.000 haben wir dann noch ungefähr so. Das ist so ordentlich. Da können wir mit arbeiten. Guck mal. Was ist voll oder was? Jetzt komme ich nicht an das andere Silo dran, ne? Pass mal auf. Ja, da habe ich mir nämlich gedacht. Da gibt es nur eins. Durch die geht der Mitzart, bitte. Ist Abkippseite ändern, ne? Nochmal Legs.
Jetzt wird's kriminös. Ob wir da dran kommen? Zweite Frage. Und da hat er ein bisschen Power unter der Haube. Kein Problem für uns. Junge, Junge, was eine Geburt. Ein Silo ist schon voll. Nicht gut. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hier. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, im Hupe-Krimi, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.